Wie ich repariere diesen Sackkarre, heißt es. Habe ich mir ein paar Rohre vorgesorgt, werde ich die schneiden gleich und anschweißen. Ein paar Punkten hingestellt, hingesetzt, zusammengeschweißt. Demnächst die Platten muss ich bestellen. Um die Sackkarre fertig zu machen, ich brauche zwei Platten. So ungefähr so muss es aussehen. Und ich schweiße sie zusammen. Ungefähr festgemacht und versuche jetzt zu schweißen. Weiß hat gut gelungen. Jetzt andere Seite. Jetzt schweißen wir von anderer Seite die Rückseite. Und so habe ich versucht Wellen mit Wellen machen. So 15 muss halbieren. Es ist nicht aus Edelstahl, aber brauche ich so 45 Grad. Thank you.
ist die Rückseite. Da haben wir geschweißt jetzt gerade. Dran schweißen, das ist stabilisiert meine Platten. Jetzt versuche ich die Winkel, will ich so dran schweißen oder von innen. Ich brauche einfach die Höhe. So, befestigen. So, machen wir fest. Jetzt kurz noch messen. So, hat sich nicht verschoben. Gut. Jetzt stellen wir mal ein paar Punkte von hinten. Schweißnähte, die halten schon viel aus. Ja. Da werde ich noch die zwei Winkel dran schmeißen, zwei Stück von dieser und von der anderen Seite. Und es wird, ich schätze, genug Haushalt. So, die zwei habe ich geschweißt. Das ist die drei mehr. Achso, da habe ich noch nicht geschweißt. Aber demnächst schweiße ich das. So, probieren wir. Der Winkel muss draußen sein, sonst kriegt man ein Problem. Drin. So, der Sack ist gut, wie neu.